Heute geht es um die Spitzmaus. Wusstet ihr, dass die Spitzmaus überhaupt gar keine Maus ist, sondern zu den Insektenfressern zählt? Ich will sie ja nicht stören. Sicherlich ist euch die eine oder andere tote Spitzmaus schon mal aufgefallen, irgendwo im Haus, am Wegesrand, auf der Straße. Und die Tiere werden nämlich ungern gefressen. Nicht nur von Katzen eher vermieden, sondern auch tatsächlich von anderen Tieren. Denn die Spitzmaus gehört nämlich zur Familie der Insektenfresser und gar nicht zu den Mäusen. Da kommt sie jetzt. Ich muss aufpassen, ich will euch die ja noch zeigen. Gleich setze ich sie aus. Und weil sie ein Insektenfresser ist, ernährt sie sich hauptsächlich von tierischen Nahrung. Also nicht nur Insekten, sondern tatsächlich auch Wirbeltiere. Kleine Frösche, kleine Blindschleichen. Haben wir auch gerade gefunden, eine Blindschleiche. Wird auch schon mal gefressen, natürlich nicht in der Größe. Aber wenn die kleiner sind und dann tatsächlich mal unter einem Holzhaufen liegt und die Spitzmaus kommt vorbei und hat Appetit, dann macht sie natürlich kein Hehl draus, auch mal da reinzubeißen und die anzuknabbern. Hauptsächlich werden aber Larven, Würmer gefressen, Käferlarven, Käfer selbst, Ameisen, Eier sogar. Und die Spitzmaus muss immer wieder fressen, genau wie die Maulwürfe auch, weil die so einen hohen Stoffwechsel hat, dass die sonst schnell verhungern kann. Das heißt, würde ich sie hier 2 Stunden in so ein Glas lassen, stirbt sie, weil sie verhungert. Ihr Herz schlägt viel schneller als von anderen Tieren und deshalb ist sie einfach im ganzen Stoffwechsel halt dringend darauf angewiesen, viel Nahrung zu sich zu nehmen. Ihr Geruch ist so moschusartig, der stinkt. Und die hat Drüsen und damit fettet sie sich ein. Und dieser Geschmack, den mögen Katzen nicht. Das heißt, Katzen spielen gerne durch den Jagdtrieb mit den Mäusen, töten die auch, aber lassen die dann liegen. Und das Gleiche betrifft auch Wiesel, Marder, Dachs, Waschbär, Iltis, Fuchs, die stehen nicht so sehr auf Spitzmäuse. Ob das jetzt bei den Eulen anders ist, müsste ich tatsächlich mal herausfinden. Ich glaube aber nicht, weil man schon in Gewölle Spitzmausknochen gefunden hat. Stimmt, ja, würde ich so sagen. Aber da kann ich auch nochmal nachgucken und nochmal nachlesen und mal mit ein paar Experten sprechen, die Gewölle einsammeln, ob das denn so ist. Oder ihr könnt es mir sagen und in den Kommentaren schreiben. Übrigens, wusstet ihr, dass die Spitzmaus Giftdrüsen im Speichel hat? Und die helfen ihr nämlich tatsächlich dann auch eine größere Beute zu fressen oder auch zu lähmen. Ein Frosch, eine kleine Kröte, eine Blindschleiche, eine Eidechse. Die wird dann gebissen, gelähmt, kann sich nicht mehr bewegen. Die Spitzmaus hat ihr Geruch, kann ihr hinterher, riecht sie, findet sie, dann liegt die da, kann sie nicht bewegen und die Spitzmaus kann sie dann auffressen. Das passiert aber ziemlich selten bei großen Tieren. Deshalb wird diese Maus auch gar nicht so ernst genommen in der Gefahr, uns Menschen, unsere Haustiere oder so irgendwie zu gefährden. Gegen Spitzmäuse ist auch noch nie irgendwie richtig so der Kampf entstanden zwischen Mensch und Maus, so wie es jetzt bei anderen Mäusen ist, ne? Und deshalb auch Mäusefallen und Rattengift, weil die eigentlich gar nicht an so Futterreste oder in so Kornkammern hineingehen. Die interessieren sich nicht für die Körner, sondern die fressen halt tatsächlich Würmer, Schnecken, Regenwürmer, Käfer, Larven, Käfer und deshalb sind die eigentlich ganz spannend. Sehen einen Maulwurf eigentlich von vorne ziemlich ähnlich, könnt ihr mal gleich mal gucken. Und sind auch Überträger übrigens vom Hunter-Virus, also das betrifft fast alle Säugetiere, die sehr, sehr klein sind, die können dieses Virus übertragen. Und deshalb solltet ihr auch, wenn ihr einen Hund oder eine Katze habt, nicht bewusst, wenn da eine Maus ist, sagen, hey, schnupper mal, dann guck dir die mal an. Ne? Die sollen auch eigentlich so die Finger davon lassen. Bei Katzen kann man es draußen nicht vermeiden. Was ist noch zu erzählen? Die Spitzmäuse, da gibt es also ganz, ganz viele unterschiedliche Arten. Und hier am Teich gibt es auch die Wasserspitzmaus. Und die Wasserspitzmaus, dazu werden wir noch mal ein extra Video machen, wenn wir dann mal eine haben. Die taucht tatsächlich unter, frisst kleine Fische oder kleine Molchlarven oder Kaulquappen oder am allerliebsten Wasserschnecken. Und wenn man dann eine Steinplatte umdreht und man findet ganz, ganz viele Schneckenhäuser, die angeknabbert worden sind, dann weiß man, aha, das war die Wasserspitzmaus.
Wenn euch mein Kanal gefällt, abonniert ihn. Ich habe übrigens auch eine ganz tolle Instagram-Seite. Da ist also fast täglich ein neuer Bericht über irgendein spezielles Thema. Oder auch WhatsApp. Also ihr könnt mir schreiben, ihr könnt mir Nachrichten schicken. Ihr könnt meinen Instagram-Kanal abonnieren. Oder auch unseren YouTube-Kanal. Einfach auf die Glocke klicken und abonnieren drücken und dann verpasst ihr keine Sendung. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas Spannendes wissen wollt, wir drehen das für euch, helft uns. Bis bald. Ciao.